Hi meine hübschen Kraxelier, schön, dass ihr einschaltet zu einer kurzen Folge zwischen der Gamescom. Denn es ist gerade Gamescom-Wochenende schon fast. Ja, es ist Freitag heute, morgen ist tatsächlich schon Samstag. Mein Urlaub fast vorbei und nach der Gamescom fahre ich immer still heimlich nach Hause. Und hab mir gedacht, komm, da können wir mal ein bisschen weiter zocken, PTR. Denn es gibt auch was Amtliches mittlerweile. Und zwar am, lass mich ganz kurz überlegen, 23. wenn ich mich ganz schön irre, August wird Season 3 beendet. Ist ein Sonntag, glaube. Und an dem Donnerstag, wenn ich mich ganz stark irre, wird die vierte Season eröffnet. Und vor der vierten Season wird auch offiziell, oder wurde offiziell bekannt gegeben, wird auch der Patch 2.3 auf dem Live-Server kommen. Also vermute ich mal ganz stark, dass es an dem Mittwoch sein wird, weil Mittwoch ist immer Patch-Day und ich denke mal, dass sie da dann auch den Patch 2.3 draufballern, den wir jetzt hier gerade hier auf dem PTR spielen. So, PTR, ich spiele gerade hier echt den Monk und bin ein bisschen geflasht, ein bisschen begeistert. Macht echt viel Spaß. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen Gem vergessen in der Rüstung. Hauen natürlich nochmal und rein, so. Macht viel Spaß und ich will jetzt aber gar nicht so sehr auf den Bild eingehen, sondern einmal jetzt hier ein bisschen mit euch farmen. Mir fehlen noch ein, zwei Teile, mir fehlt noch eine nette Offhand und mir fehlt auch noch ein Hütchen. Gucken, vielleicht kriegen wir es jetzt. Also ich habe ja hier die Zutaten für den Würfel, da können wir jetzt in dem Fall, brauchen wir nicht mal. Mensch, was bin ich denn für einer? Brauchen wir nicht mal. Ich habe hier zwei Rinderbarrikaden, die werden wir beide nutzen. Die hauen wir einmal in unserem Würfelchen rein. Und zwar hier, zack. Dann transmoggen und dann können wir hier ins Q-Level rein. Das geht, ist möglich mit dem Würfel und ist auch ab dem Patch, also wird ganz normal auch übernommen. Und mit dem Flechtring geht das übrigens auch. Mit dem Flechtring kommt ihr dann selber ins Goblin-Level, ohne dass ihr einen Goblin finden müsst. Fand ich auch sehr cool. So, das ist jetzt hier der neue Bild, das neue Set vom Monk. Das wurde jetzt gerade eingedeutscht vor ein paar Minuten. Nennt sich jetzt hier Ulinias, Ulinias List. Besteht aus 6 Teilen, hat den netten Effekt mit explodierender Hand, also Facepalm, Palm und Schlag der 7 Fäuste. Also sehr, sehr, sehr geil und sehr, sehr mächtig. Ich mache hier schon echt eine Menge Schaden, wobei ich sagen muss, mir fehlt noch eine Menge an Equipment. Also da kann man richtig was rausholen. Ja, weiter geht's. Hier auch noch ein Trüchchen. Nee, das ist nicht die ich suche. Ich suche was Bestimmtes. Aber es soll nicht sein. Hier, nee, doch, da, den können wir mitnehmen. Den habe ich gerade drinne zur Alternative. Also Alternative können wir die nutzen. Ich bin noch nicht so weit. Also komm her, ihr Mukür hier. Nope. So, rechte Maustaste rein und bam. Dann ziehen wir mal ganz schnell weiter. Oh, das ist nett, das ist nett. Okay, und rechte Maustaste und... Nein, hat nicht gereicht, hat nicht gereicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, aber jetzt. So. Das ist ein netter Gruppeneffekt. So, da haben wir schon... Wow, nice Sachen. Das ist das Geile hier gerade an dem Q-Level. Deswegen hilft mir auch die Rinderbarrikaden auf. Man kommt hier sehr, sehr schnell an Rüstung. Und gerade wenn man noch was Bestimmtes sucht, dann hat mir das ganz, ganz schnell zusammengefarmt. Das finde ich sehr nice. Komm ich nicht durch, oder was? Ja. Haben wir hier noch? Oh, ich sammle einfach... Warte mal. So. Die Kuh kommt auch noch weg. Die Kuh muss weg. So. Und die Immunkuh hier auch noch. Jetzt neu, die Immunkuh. Was haben wir hier für einen Kopf noch gehabt? Warte mal, da ist ein Kraftstein in dem Bereich. Ich brauche noch einen bestimmten Kraftstein, aber ich weiß nicht, wie der aussieht. Hier haben wir noch das, wie ist denn das Ding? Das Tornset. Tornset? Ach, ich weiß es nicht. Ihr wisst, was ich meine. So, rechte Maustaste rein, dann platzen sie vor Freude und dann ziehen wir schnell weiter. Auch noch eine prächtige Truhe. Wurde übrigens mit dem letzten Patch auch wieder der Verbindungsschrein genervt. Also der Pylon, der Verbindungspylon. Sehr schade. Also Trash ist damit echt schwierig jetzt zu legen. Man muss relativ lange beim Trash stehen bleiben, damit der stirbt. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe hier. So, sauber. Finde ich schade. Also ich hätte es toll gefunden, wenn sie das gelassen hätten, dass der Verbindungsschrein wirklich auch wieder ein bisschen Damage reinballert. Jetzt ist er wieder ein bisschen lahmarschig. Also sehr, sehr schade. Ich habe jetzt aber weiter die Patch Notes noch nicht angesehen von dem neuen PTR Patch. Kann dementsprechend nicht sagen, was da noch geändert wurde. Aber mal gucken, vielleicht schreibe ich das in der Beschreibung vom Video. Gucken wir mal. Wenn es da schon was Offizielles zu gibt. Manchmal kommt das auch immer erst ein bisschen später. Jetzt muss ich einmal reinklöten. Warte mal. So, und rechte Maustaste. So, okay. Nope. Und nochmal. So, da platzen sie schon vor Freude. Irgendwas da. Ring nehme ich mal mit. Kühe können wir auch noch mitnehmen hier. Warte mal. So. Zack. Okay, jetzt platzen sie einmal. Dankeschön. Und weiter geht's. Hier ist noch ein Toter. Hier ist noch was. Kein Legendary. Achso, hier fließt nur Gold.
Hier fließt kein Blut, hier fließt Gold aus der Truhe. So, das ist immer ganz nett hier. Man kann hier einfach auch zusammenziehen. Ich brauche die gar nicht alle einzeln killen. Kann ja einfach so ein bisschen zusammenziehen, so wie hier in dem Fall. Mal einfach rechte Maustaste rein und dann seht ihr das schon, hat einen netten AOE-Effekt. Ich bin noch nicht wieder bereit. Ja, ist okay. Ich frage dich aber nicht danach. So, ziehen wir die hier noch mit. Boah, nice, nice, nice. Genau, kommt mal her. So, linke Maustaste rein. Oh, da ist noch ein nettes Grüppchen. Okay, und rechte Maustaste. Ja, nice. Ach, ein Traum. Richtig, richtig fett. Was ist das für ein Schwert? Egal, aufgesammelt. So, okay. Händchen rein. Rechte Maustaste. Aber ist das ein schöner Bild. Also das ist ein Bild, den werde ich auch weiterspielen, wenn der Patch online geht. Also der 2-3er Patch war das. Der Bild hier, der gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Der macht eine Menge Spaß. Oh, jetzt bin ich mal krepiert. Der macht eine Menge Spaß. Warte mal, haben wir irgendwas? Nee. Was für Stiefel? Stiefel, brauche ich die? Nee, sind andere. Also macht wirklich eine Menge Spaß und vor allem auch eine Menge Damage. Ich habe noch relativ crap Equipment. Da geht einiges mehr. Und trotzdem haue ich hier T8 eigentlich relativ für alles weg. Oh, noch ein Splitter des Hasses. Habe ich gerade schon einen gefunden. Habe ich verkrappt. Was haben wir hier? Schrein der Gunst. Ja gut, hätten wir gerade mit anklicken sollen. Naja, egal. Da springt noch was raus, aber das brauchen wir nicht. Okay. Ach, erst Händchen rein, Mensch. Ja, jetzt aber. Noch irgendwas? Oh, hier ist ein nettes Grüppchen. Nehmen wir die einfach mal mit. Ziehen die runter. Oh ja, Moves, okay. Move mich nicht an, Motherfucker. So. Rechte Maustaste rein und da platzen sie schon wieder für Freude. Übrigens, Gamescom, ein Besuch, ja, ein Besuch auf jeden Fall wert. Kann ich euch nur ans Herz legen, nächstes Jahr. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nichts mehr, aber nächstes Jahr, sehr, sehr, sehr geil. Also, schon jede Menge neue Bekanntschaften geschlossen und auch jede Menge Zuschauer getroffen. Also, sehr, sehr, sehr geil, muss ich sagen. Nochmal vielen Dank an diejenigen, die es auch trauen, mich anzuquatschen. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Mal gucken, was der Samstag bringt. Also, das ist natürlich nochmal so ein Ding. Ist natürlich groß angekündigt, der Samstag. Da ist alles offiziell. Da bin ich offiziell dann auch an bestimmten Uhrzeiten erreichbar, wo man mich dann treffen kann, Fotos machen kann, ein bisschen plauschen kann. Also, es wird sehr, sehr nice und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Oh, fuck, der gibt echt böse Damage ab. Was war das für ein Kraftstein? Ich muss ganz kurz was rausschmeißen. Rinderbarrikade hebe ich noch auf. Die kann weg und der kann weg. So, den Ring und das nehmen wir mit. Okay, jetzt komm her, Jut. Kack, Hans, Wurst. An ob du bereit bist. So, ich spiele übrigens mit Fokus-Kombi. Und habe ich auch immer aktiv. Also, ich habe hier ganz, ganz selten Phasen, wo der nicht aktiv ist. Das ist wirklich super. So, jetzt, 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 jetzt. Ja, 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 super. Nochmal nachbuffen. Hand rein und komm, 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 komm. Ah, der SC, durch dieses scheiß Elektrofeld, hat echt eine Menge im Arsch. Komm schon, komm schon. Ach, fuck. Der ist wirklich zäh, der Bursche. Aber gut. Einmal noch und dann haben wir, glaube ich. Okay, jetzt. Der ist echt zäh, der Bursche hier. Zähes Rind, muss ich sagen. Lag wohl zu lange auf dem Grill. So, hier haben wir noch ein Höschen. Ist das das Höschen, was ich suche? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht genau. Ich sammle es mal auf. Und dann müssen wir eh jetzt erstmal identen, bevor wir uns den Rest der Karte widmen können. Weil ich muss natürlich irgendwie was aufsammeln können hier. Steht sich von selbst. Auch viele, viele Amulette bekommen. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal. Die Brust ist schon mal ganz gut. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wenn sie denn besser von den Stats ist. Aber ist sie in dem Fall... Schlag der 7 Fäuste ist drauf. Ja, nice. Die ist besser. Die kann ich mir noch rerollen und dann ist sie echt sehr, sehr nice. Warte mal. Zack, zack. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, die Klappe. Ob du das kannst. So. Dann rollen wir uns die noch neu. Ey, das ist natürlich krass. Schlag der 7 Fäuste 15% direkt drauf. Das ist super. So muss das sein. So, dann Leben pro Sekunde hole ich runter. Brauche ich nicht. Und dafür hole ich mir jetzt entweder Vitalität oder ich guck mal ganz kurz. Ne, Vitalität macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, lass mal drinne. 495 ist okay. Ist fast Max, das können wir so lassen. Super. So, ach, das ist ja... Mensch. Erste Teil direkt gut geworden. Rogas Stein kann weg. Detonai kann weg. Wumking Lau brauche ich nicht. Dann haben wir Inge oben. Boah, nice. Sehr, sehr... Ach, scheiße, warte mal. Ich glaube, ich habe gar kein Steinchen mehr. Ah, schade. Jetzt muss ich hier den Sockel reinrollen. Das ist natürlich ärgerlich.
Das ist jetzt ärgerlich. Müsste ich jetzt... ja gut, muss ich Vitalität später nochmal draufrollen. Das ist jetzt nicht das Problem, aber... ist trotzdem ärgerlich. Vielleicht finden wir noch im Laufe der Folge ein. Warte mal. Ich habe gesagt, Vitalität runter. Genau. Sockel. Zack. Dann wird der schnell entsteint sozusagen. Warte mal, da habe ich noch einen im Lager. Das heißt, ich kann den vercrappen. Einen nehme ich mir immer gerne auf für den Würfel, falls ich da irgendwie eine Wahnsinnsentdeckung mache. Da ich da einen in den Würfel schmeißen kann zur Not. Ja, noch einen Punkt sehe ich gerade. So. Okay, super. Dann haben wir noch einen Helm. Was war denn das für einer? Gucken wir mal. Chance, einen Effekt zu halten, der die Geisteskraftkosten oder Fertigkeiten 4 Sekunden lang aufhebt. Nee, brauche ich nicht. Glaube ich. Jetzt eh zu spät. Das kann auch weg. So, erhöht den Schaden von der Gewitterfront und reduziert die Dauer von Kontrollverlusteffekten. Brauchen wir beides nicht. Das Paddel hebe ich auf. Dann haben wir hier noch Johanns Essenz. Hat jetzt schlechte Stats drauf. Schade. Hier haben wir noch ein Black Tor ins Kreuz. Das ist nicht schlecht. Ah, ist physisch. Also Schlag der 7 Fäuste ist in dem Fall physisch. Könnte man eigentlich auch physisch gehen, ne? Müsste ich... ja gut, müsste ich Geschicklichkeit wegnehmen. Ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ach komm, ich lasse das jetzt so. Ist eh PTR. Da kann man ruhig ein bisschen Scheiße bauen. So, Johannes Essenz nochmal. Donnerkeil. Splitter, das schießt mich tot. Wir haben noch Gewanderung der 1000. Stürme kann weg, das kann weg. Okay, was haben wir hier noch? Harlekins Aufstieg. Heilung. Ouroboro. Siegelring. Halskette. Nochmal die Heilung. Achso, jeder Gürtel kann auch weg, der ist Müll. Wir haben noch ein Tränklein. Der Genuss von unerschöpflichen Red Cool gestattet, dass wir 5 Sekunden durch die... was? Durch die von den Elite-Gegnern mit dem Blockattribut erzeugten Mauern zu brechen. Weiße Bescheid. Okay. So, weiter geht's. Wir porten uns einmal zurück. Dann nehmen wir uns die andere Seite noch vor. Also ihr seht, man kommt hier sehr, sehr schnell an Equipment. Ah, ist natürlich jetzt auf dem PTR nur, weil wir die 2000% Legendary Buffs haben. Nice. Das war ein super Treffer, muss ich sagen. Ja, da merkt man schon, da ballert direkt einiges mehr. Vor allem am Schaden. Und da sieht man einfach, was man rausholen kann nochmal. Noch ein Ring. Also viel Schmuck, was wir hier finden. Boah, Hammer. Ich muss sagen, das macht richtig, richtig Laune. Komm, komm, komm. Muss man ein Patschchen drauf bauen. So, und jetzt. Super. Schnell weiter. Komm, versammelt euch mal alle hier. So, super. Also man sieht, es wird alles weggefegt hier. So muss das natürlich sein. Was ist das für ein Amulett? Das sieht komisch aus. Kimbos Gold? Nee, ne? Ich glaube, Kimbos Gold sieht anders aus. Ah, schade. Nicht die Waffe, die ich... oh, noch eine Rinderbarrikade. Super. Kann ich direkt mehrere Folgen hier draußen machen. Ihr seht, das lohnt sich richtig. Wir haben jetzt gerade mal eine Rinderbarrikade verbraucht. Und das dauert schon eine ganze Weile. Weil einfach richtig viel Zeug hier hingeschmissen wird. So. Noch den Süden mit abnehmen hier. Wollen auch immer die Ränder ablaufen, weil hier liegen oft noch Truhen rum. Aber hier sind Felshaufen, da kann immer ganz gerne was drin sein. Das sollte man natürlich auch mitnehmen. Spürt die Faust der Itaka. So. Warte, da war noch eine Brust. Achso, war innere Brust. Die kann ich liegen lassen. Die brauche ich jetzt nicht derzeit. So, hier noch einmal rausgucken. Haben wir noch ein Amulett und einen Kraftstein. Wie gesagt, Kraftstein brauche ich einen. Der sieht auch relativ unauffällig aus. Und dann muss ich gucken, welcher das war. Ich weiß auch gerade nicht, wie der heißt. Nein, brauchst du nicht ergeben, keine Sorge. Rechte Maustaste rein, so. Da platzen sie gleich wieder vor Freude. Oh, jetzt aber. Nice. Guck mal, es werden jetzt hier XXL-Kühe. So landen die nachher bei Meckes. So. Zack, was fällt hier raus? Ein Schulterschutz, nehmen wir mit. Haben wir hier noch was? Mir fällt ein Brustschutz, brauche ich nicht. So, dann sollten wir schon fast... wobei, die Wellen fehlen noch, fällt mir gerade auf. Wo waren denn die Wellen? Die ganzen Viecher da, ich sehe sie, alles klar. Das wird witzig gleich. Das gibt einen richtig netten Effekt. Oh yeah.
So, Erlöschungsschrei noch mit rein und los geht's hier. Ach, ist das geil jetzt. Komm, bisschen reine Unrechenmaustaste. Ah, fuck. Hat was nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Oh, kein Problem. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Und rechte Maustaste. Ja, sauber. Jetzt muss ich meine Geisteskraft erstmal wieder hochholen. Na, komm schon. So. Und die nächste Fuhre kommt. Oh, die hauen echt richtig übel rein. Ich habe schon gar keine schlechte Zieligkeit, muss ich sagen. 29 Mille ohne Buff. Das ist okay, aber ey, ihr seht, irgendwo fehlt es mir noch. Leben kann es eigentlich nicht sein. Das ausreichend. Rüstung habe ich irgendwo fast 20.000. Das sollte eigentlich auch ausreichend sein. Aber irgendwas ist hier echt. Komm, rechte Maustaste. Ah, super. Irgendwas verbraucht hier noch unglaublich viel Zähigkeit. 60 Mille habe ich ja, also. Aber ihr seht, das ist echt trotzdem fast zu wenig. Komm, rechte Maustaste. Ha! Unglaublich. Okay, jetzt müssen wir einmal zurück. Kein Problem. Ist ja hier fast um eine Ecke. Ja. Vielleicht sollte ich mich auch nicht so mitten reinstellen. Vielleicht ist das einmal das Problem, was ich habe. So. Und jetzt lohnt sich das natürlich hier nochmal richtig. Aber leider nichts, was ich brauche. Nein, tatsächlich. Nichts, was ich brauche. Sehr, sehr schade. Naja gut, dann identen wir nochmal schnell. Ich muss zurückkehren. Brauchst jetzt nicht zurück. So. Schnell zu kein Chronik hier. Zack. Rinderbarrikade heben wir natürlich auf. Klang, Nährstoff kann weg, Oculus kann weg, Messerschärpe kann weg. So, ach, heiliges Fanal war das. Okay. Auge von Etlich, Kackstats. So, wie sieht's hier aus? Wie sieht's hier mit den Stats aus? Always drauf und Schlag der 7 Fäuste ist auch hier drauf. Das ist natürlich super. Ist ein bisschen von der Zähigkeit weniger, aber das können wir uns natürlich jetzt zurechtrollen. Das ist nicht das Problem. Muss ich nur gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Pass auf. Hier fehlt jetzt in dem Fall Vitalität. Das haben wir durch Leben drauf. Always ist drauf. Er ist echt nett gerollt, muss ich sagen. Fehlt natürlich jetzt die Rüstung, aber wie gesagt, Rüstung habe ich 17.000. Das reicht in der Regel. Jetzt würde ich hier. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir mehr brauchen. Wir haben jetzt hier Vitalität 3.400. Und prozentual Leben. Ich habe hier schon irgendwo prozentual Leben drauf gehabt. Hier habe ich prozentual Leben drauf. Habe ich hier noch irgendwo prozentual Leben? Ich weiß gerade gar nicht. Man kann es ja probieren, ob es hier Sinn macht, in dem Fall auf Vitalität zu rollen. Gucken wir mal. Wir haben jetzt 509.000. Und ihr seht, 543. Also lohnt sich mehr, auf Vitalität zu rollen. Okay, 491 ist eigentlich schon okay. Brauche ich gar nicht viel weiter rumrollen. Super. Hat uns wieder einen Boni gebracht, in dem Fall für Schlag der 7 Fäuste. So, Großvater kann weg. Mord kann weg. Uralte Patanische, Namenmacher. 9.999 Leben pro getöteten Gegner. Natürlich auch sehr geil. Aber brauche ich nicht. Oh, noch eine Rinderbarrikade. Nice. In Uralt. Vielleicht gibt der uralten Loot. Man weiß es nicht. Wir werden es natürlich testen. Erhöht den Schaden von explodierender Hand um 11%. Ich glaube, das ist das Item, was ich brauche. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Muss ich gleich nochmal nachschlagen. Aber ich glaube, das war das. Oder? Oder war es das nicht? Ich weiß nicht. Ihr könnt es ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. So, wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke euch fürs Einschalten und ich halte euch natürlich auf den Laufenden. Ciao, Leute.